Gerade ein kleines Päckchen aus dem Briefkasten gezogen. Würde ich sagen, schauen wir doch am besten gleich mal rein. Packung macht es heute spannend. Das ist ein kleiner M24 Chaffee in 1:76 von Revell. Ehemals Matchbox Kit. Ja, irgendwie hat mich jetzt das Sammelfieber gepackt. Also ich habe ja schon ein paar dieser Kits in meiner Sammlung. Und die machen einfach super viel Spaß zu bauen. Also auch mit dem kleinen Diorama, was meistens dabei ist. Tolle Sache. Mal schauen, ob das hier schon offen ist. Ja. Würde ich sagen, gucken wir uns mal die Teile an. Das Tütchen mit den Plastikteilen. Hier die zugehörige Bauanleitung. Mal schön aus. Hier sieht man schon die obere Wanne vom Chaffee. Ich glaube, das ist die Unterseite vom Turm. Hier ein Stück vom zugehörigen Diorama. Und immer interessant, die Ketten. Die Gummiketten in diesem Kit sind grau. Bisher waren die immer schwarz. Die obere Hälfte vom Turm. Noch ein Stückchen von der Dioramenplatte. Und die ganzen kleinen Teile fürs Fahrwerk. Ja, sieht schon ganz schön aus. Also richtig auspacken werde ich es erst, wenn ich den Bausatz anfange. Sonst fehlen nachher wieder ein paar Teile. Hier die Bauanleitung. Kommt mir auch gleich der Wickelsatz entgegen. Soweit wirklich ordentlich aus. Auch sehr interessant gefaltet. Hey. Hier das Deckblatt der Geschichte dazu. Die letzte Seite. Ah, hier geht's los. Teilübersicht. Und hier die ersten Bauschritte. Ja, wieder mal sehr überschaubar. Aber ich bin sehr auf das Endergebnis gespannt. Wenn ich das hier richtig sehe, gibt es sogar drei verschiedene Möglichkeiten für den Dickelsatz, was den Panzer angeht. Sehr schön. Fürs Erste war es das auch mal. Sehen den Kasten wieder in den Baum. Bis dann.